Also nochmal herzlich willkommen zum Webinar Marktanalyse und Trading-Ideen. Mein Name ist Tom Schöntaube und ich bin, wie Ihnen bereits bekannt, Sales Trader bei Yondo Markets. Und heute besprechen wir die folgenden Themen, natürlich die Frankreich-Wahl, die ja dann endgültig am Sonntag stattfand. Kurz den DAX, den Dow Jones, die Quartalszahlen für das erste Quartal 2017, beziehungsweise da auf zwei Firmen. Einmal, wo die Quartalszahlen schon rausgekommen sind für das erste Quartal und eine, wo die dann heute rauskommen werden. Und dann noch kurz auf den Ölpreis. Das ist ja auch immer interessant, weil der Ölpreis wirklich ein Treiber für die Märkte und für die Wirtschaft ist. So, bevor wir dann allerdings die heutigen Inhalte im Detail besprechen, hier nochmal der Hinweis, dass alles, was heute besprochen wird, keine direkte Aufforderung zum Handel oder einem Top-Trader zu folgen ist, sondern es dient lediglich zur Information. Die letztliche Entscheidung liegt dann bei dem Teilnehmer selbst. Was ich natürlich noch vergessen hatte zu erwähnen, ist, im zweiten Teil werden wir dann uns dem Top-Trader, dem heutigen, widmen. Da werden wir auf einen Altbekannten eingehen, der jetzt allerdings wieder dabei ist, und wer das ist, das erfahren wir dann am Ende. So, also zum ersten Punkt, die Frankreich-Wahlen, die sind ja vorbei, wie eben schon erwähnt. Emmanuel Macron, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der hat ja die Wahlen gewonnen. Da hatte ja mein Kollege letztes Mal auch eine Umfrage durchgeführt hier im Webinar, und da hatten sie, glaube ich, zu 100% abgestimmt, dass der Macron auch Präsident wird. Also eine sehr repräsentative Umfrage, würde ich mal sagen. Das bringt Sicherheit für die Märkte und für die Investoren. Also warum? Der Emmanuel Macron ist ja ein ehemaliger Investmentbanker und steht für eine liberale Politik. Und wichtig, er steht auch für einen Verbleib Frankreichs in der Eurozone. Und das gibt eben den Investoren Sicherheit, und nichts ist schlimmer für Investoren, institutionelle und private Investoren, als Unsicherheit. Ja, und das führt dann dazu, dass der DAX, da kommen wir dann zum zweiten Punkt jetzt, der DAX spürbar davon profitiert hat. Wie Ihnen allen wahrscheinlich aufgefallen ist, hat er sein Allzeithoch erreicht am Montag. Ich habe hier mal den Mittelkurs genommen von 12.869,4 Punkten. Und er befindet sich da jetzt circa 150 Punkte, wie wir hier sehen können, rechts in Rot, 150 Punkte tiefer. Also am Montag hier bei diesem Spike hat er wirklich seinen Hochstand erreicht, also Allzeithoch. Ich kann mal hier auch rausgehen in wöchentlich, und dann sehen wir hier, aha, damals im April 2015 war ein sehr hoher Stand, und jetzt ist er allerdings nochmal darüber hinaus angestiegen. Also wirklich ein Allzeithoch. Das zum DAX. Ja, da werde ich gleich noch was dazu sagen, was dann auch den DAX betrifft. Will das allerdings eher am Beispiel des Wall Street Rolling, also des Dow Jones, eben zeigen. Im Gegensatz zum DAX befindet sich der Dow Jones weiterhin unterhalb seines Allzeithochs vom Februar. Hier. Da also wirklich knapp unterhalb des Allzeithochs vom Februar. Ja, und eben nicht wie der DAX hat er ein neues Allzeithoch erreicht. Aber man sieht natürlich schon eine starke Korrelation der Märkte. Das ist ja vielen von Ihnen klar. Hier ein interessanter Indikator, und das betrifft auch den Germany 30 Rolling, den DAX.
Das sogenannte Smart Money, also institutionelle Investoren, scheinen zurzeit im großen Stil den Markt zu shorten. Also diese institutionellen Investoren, das sogenannte Smart Money, handelt meist zu später Stunde, also im außerbörslichen Handel, und hat da eben große Verkaufspositionen, große Shortpositionen, und das als vielleicht als Indikator, als Warnsignal für viele private Investoren auch. Da zu dem Thema vielleicht einfach mal sich erkunden, vielleicht den Freund fragen, der sich da in dem Bereich eben auskennt, oder belesen Sie sich dazu. Das ist wirklich ein interessanter Indikator. Und das betrifft dann natürlich auch den DAX, den Germany 30 Rolling. Ja, so. Dann schließe ich die beiden Fenster hier mal, und dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar die Quartalszahlen. Da ist am Montag hier, nee, Entschuldigung, gestern war das, sind die Quartalszahlen für Apple veröffentlicht worden. Und Apple ist ja immer noch das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung, und da kamen eben die Quartalszahlen raus. Das beeinflusst dann natürlich auch den Indiz. Und interessanter Punkt dazu, dass die Verkaufszahlen für die sogenannten Wearables, also zum Beispiel Smartwatches, stark angestiegen sind. Also hier um circa 60% von verkauften 2,2 Millionen auf 3,5 Millionen. Das ist also auch aus den Quartalszahlen herauszulesen. Also für diesen Bereich, für diese Branche, ist hier ein starker Anstieg eben passiert. Das ist interessant für Apple, aber natürlich auch für andere Unternehmen, die sich eben auf diesen Bereich spezialisieren. Apple hier Marktführer in diesem Bereich. Und dann, das ist also gestern passiert, und was dann heute, also heute ist der 10. Mai, dann noch passieren wird, sind natürlich die Veröffentlichung weiteren Unternehmenszahlen. Die findet man hier unter Tools and Services, dieses Glühlampensymbol, und dann Economic News, und da dann Unternehmensergebnisse, und dann werden Sie hier weitergeleitet auf diese Seite, und da wird, Sie können es hier gerne mit der Suchfunktion Steuerung F und dann einfach verschiedene Aktien eingeben. Hier die Snap-Aktie, also von dem Unternehmen Snapchat. Da werden heute die Unternehmenszahlen rauskommen. Da gab es ja vor kurzem erst die IPO und jetzt eben Quartalszahlen. Das ist sicherlich für den ein oder anderen Trader ein interessanter Zeitpunkt, hier eben einzusteigen. Ja. So, hier gibt es natürlich noch viele Daten von anderen Unternehmen, wann eben die Verkaufszahlen rauskommen. Das jetzt zu den Quartalszahlen, und dann jetzt der letzte Punkt noch, also der letzte Punkt zumindest hier zu den einzelnen Charts. Der Ölpreis. Hier habe ich mal den Brent Crude Oil, das Brent Crude Oil Produkt genommen, und hier sehen Sie, dass sich das Produkt unter der Marke $50 befindet. Hierbei, gerade hat sich das ein bisschen bewegt, bei 49,10 $. Das ist natürlich sehr niedrig, wie Sie hier auch historisch sehen können. Ich habe das hier gerade auf den 1-Stunden-Chart. Also wir befinden uns jetzt hier gerade von von April bis Mai. Ich könnte hier auch noch mal vielleicht in den Tageschart gehen. Also hier seit Dezember, November, Dezember, so tief war der Kurs halt lange nicht mehr.
Ja, und das Ölkartell, beziehungsweise zwei davon, Russland und Saudi-Arabien, halten ja weiterhin an ihrer Fördergrenze fest. Um dort eben diesen ja, um dort eben Einfluss auf den Ölpreis nehmen zu können. Wenn also die Fördergrenze gesenkt wird oder gedeckelt wird, dann verringert sich das Angebot und damit würde dann der Ölpreis auch steigen. Allerdings scheinen diese Maßnahmen nicht sehr effektiv zu sein, wie man eben an dem Ölpreis sehen kann. Das hat natürlich viele Gründe. Einer davon kann eben sein, dass einfach genügend Öl im Umlauf ist und das eben aktuell nicht so stark nachgefragt wird, weil die Öllagerbestände da eben höher sind. Ja, also auch ganz interessant, immer der Ölpreis als Wirtschaftstreiber. So. Das war es dann jetzt erstmal zum ersten Teil des Webinars zu den Charts. Da jetzt meine Frage, können Sie mich hören, wollte ich schon sagen. Haben Sie dazu jetzt erstmal Fragen? Zum ersten Teil, was wir gerade besprochen haben. Also Frankreich-Wahlen, dann hatten wir den DAX und den Dow Jones und dann das Smart Money als Indikator für Short-Positionen. Wir hatten das Q1, die Quartalszahlen für das erste Quartal 2017 sind da auf Apple und Snap eingegangen, also Snapchat und dann noch auf den Ölpreis. So, wenn es dann jetzt erstmal keine weiteren Fragen gibt von Ihrer Seite, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar dem Top Trader, auf den ich heute mal eingehen möchte. Der ist Ihnen sicherlich bekannt, der Jane oder Jan He, je nachdem, wie Sie das gerne möchten. Viele von Ihnen kennen den ja sicherlich und fragen sich jetzt wahrscheinlich, okay, warum wird der jetzt nochmal vorgestellt? Der ist uns allen ja bekannt. Einige von Ihnen haben das sicherlich mitbekommen. Ich scrolle jetzt mal runter. Er hatte aufgehört zu handeln für eine gewisse Zeit, ja. Und er hat jetzt wieder angefangen zu handeln, hat da jetzt wieder weitergemacht, auch sehr engagiert, hat hier Silberpositionen eröffnet, Germany 30 Rolling-Positionen eröffnet, also DAX-Positionen, hier nochmal zwei Silberpositionen. Tesla, auch vielleicht interessant für einige von Ihnen. Und dann noch eine DAX-Position. Er hat hier also weiter angefangen zu handeln. Ich sehe jetzt gerade, dass hier eine Frage reinkommt. Ich versuche mal die Frage dann am Ende dieser Vorstellung des Top-Traders zu beantworten. Ja, einen Moment Geduld. So, ja, also Jane, für die, die ihn noch nicht kennen, Top-Trader bei uns seit Mai, also hier Real Money Trader seit Mai 2016 und traden tut er seit Februar 2016 auf unserer Plattform, hat eine positive Performance von 65, also circa 65% seit Beginn. Hat einen geringen Drawdown von weniger als 10%, eine Volatilität von 3,7%. Und die monatliche Performance fast alles grün, die letzten 2 Monate etwas im Negativ, aber die insgesamte Performance stimmt, sieht super aus, wirklich ein sehr guter Top-Trader. Was handelt er? Meistens den DAX, den Germany 30 Rolling, Silber, BB Biotech und jetzt gerade auch noch Tesla-Positionen. Dann die offenen Positionen, da sind wir gerade drauf eingegangen. Und wie schließt er seine Position? Hier, wie Sie sehen können, ich gehe hier mal von der einen Seite zur anderen.
fast ausschließlich automatisch, also durch seine Eingabe, das Take Profit oder Stop Loss. Er schließt also selten Positionen manuell. Das spricht für den Skill des Top Traders, würde ich mal sagen, dass er also ein Näschen dafür hat, wann ein Take Profit oder ein Stop Loss Level erreicht wird. So, gibt es dann jetzt zu diesem Punkt erstmal Fragen zu dem Top Trader? Ja, zu dazu vielleicht einige Kennzahlen, die Ihnen jetzt vielleicht nicht ganz klar sind. Ich versuche mir jetzt mal nebenbei hier gerade die Frage durchzulesen. Also ein Kunde sagt hier gerade noch, Apple hat eine Marktkapitalisierung von 800 Milliarden und als Vergleich sämtliche Werte im MDAX, also der kleine Bruder, kleinere Bruder vom normalen DAX, haben 360 Milliarden Dollar als Marktkapitalisierung. Vielen Dank für den Hinweis. Das können Sie sich auch anschauen. Geben Sie einfach mal ein den MDAX und dann schauen Sie sich an, welche Unternehmen dort alle gelistet sind. Und dann schauen Sie einfach mal sich nach, vielleicht auf Yahoo Finance oder ähnliches, was dort die Marktkapitalisierung von den Unternehmen, von den einzelnen Unternehmen sind. Vielen Dank hier nochmal für diese Information. Das ist sicherlich auch interessant für andere Zuhörer. Gibt es dann jetzt erstmal Fragen zu dem Webinar insgesamt? Ansonsten kommen wir dann nämlich zum Schluss des heutigen Webinars. Okay, super. Also, wenn es dann da jetzt erstmal keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir zum Abschluss des heutigen Webinars Marktanalyse und Trading-Ideen. Falls Sie Fragen haben oder weitere Anregungen von Ihrer Seite, dann rufen Sie uns doch bitte an unter der Nummer 069-9675-9007. Finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite iondo.com oder schicken Sie uns eine E-Mail an service@iondo.com. Damit vielen Dank für Ihre Teilnahme an dem Webinar Marktanalyse und Trading-Ideen. Mein Name ist Tom Schöntaube und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wieder sehen bzw. wieder hören. Beziehungsweise nicht mit mir, sondern dann mit meinem Kollegen, dem Herrn Loh. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, eine schöne Restwoche und vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.